Das Besondere an diesem Stück ist, dass Borodin versucht hat, sowohl Russisches als auch Orientalisches zu mixen. Denn die Akte, die in Russland spielen, die sind mit typischer russischer klassischer Musik, wie man sie auch von Mussorgsky vielleicht kennt, bestückt, während die orientalischen Teile, die bei den Polowetzer spielen, durchaus ein anderes Instrumentarium, sehr viel Schlagzeug, Tamburin, aber auch andere Harmonien verwendet. Und das macht er sehr virtuos. Die kalte, die warme, die Betonwelt und die Blumenwelt, die, wie ich finde, ein gefrierend machendes Umfeld und gleichzeitig ein sehr animierendes, wo man bleiben möchte. Man könnte auch irgendwo sagen, Häuserschluck gegen Woodstock. Man kann auch sagen, rechter Winkel gegen Kurve, um es geometrisch auszudrücken. Die unberechenbare Kurve, die Girlande, die Überraschung gegenüber links, rechts, geradeaus, unten, oben, bumm. Das Volk steht überhaupt im Mittelpunkt dieser Oper, nach meiner Meinung. Das schließt sich auch der Kreis, denn als Igor aus der Gefangenschaft zurückkommt, wird er wieder von seinem Volk jubelnd empfangen. Nicht, weil er den Krieg gewonnen hat, er hat ihn eigentlich verloren, aber weil in seiner Abwesenheit sein Schwager Fürst Galitzki ein Schreckensregiment geführt hat. Und daher ist das Volk froh, dass er wieder da ist, und sie hoffen, wie alle Völker, auf bessere Zeiten. Feindvorstellungen kommen ja meist aus einer merkwürdigen Mischung von Ignoranz, Beschränktheit und Angst. Angst vor dem Unbekannten. Also wie hat mal jemand gesagt, reist, liebe Leute, und wir haben weniger Kriege. Lernt euch kennen. Wir sind ja inzwischen wirklich, haben ja ein Wagenburgdenken. Und deshalb diese Fremdenfeindlichkeit, wenn man nicht rausgeht aus der Wagenburg, wie will man erfahren, was außerhalb der Wagenburg ist? Also wie will man erfahren, dass Blumen bei denen blühen? Es ist ein Stück, das ich vorher nicht gekannt habe, nur vom Titel und von den Polowetzer Tänzen. Aber ich finde, es ist abwechslungsreich, es zeigt auch optisch viele Möglichkeiten, die unser Chor und unsere Solisten anbieten können. Und daher glaube ich und hoffe ich, dass dieses Stück sich im Repertoire lange halten kann.